Hallo zusammen und willkommen zu einer Mod-DLC-Vorstellung. Und zwar geht es um das Vermeer-DLC, das ja am 22. August, also am kommenden Dienstag, erscheinen wird. Ja, ich habe die Möglichkeit, euch das jetzt schon mal ein bisschen im Vorwege zu präsentieren. Ich habe auch schon mal die fünf Maschinen gekauft, die es dazu gibt. Wir werden es uns die gleich im Detail einmal anschauen und dann auch in Aktion sehen. So, wir gehen aber erstmal in den Shop. Um es uns einfach zu machen, gehen wir über die Markenauswahl zu Vermeer. Da haben wir einen Einstreuer, die selbstfahrende Ballenpresse, einen Schwader, eine Ballenpresse und ein Mähwerk. So, wir gucken uns die mal kurz einzeln an. Gut, können wir nur mit Kennzeichen, ohne Kennzeichen hier den einen Streuer. Kleines Teil, 29.500 Euro. Kurz und gut. So, ich glaube, die Ballenpresse machen wir am Ende. Dann machen wir mal weiter mit dem Mähwerk. Wir haben hier ein Mähwerk, ein gezogenes Mähwerk. 110 PS. Braucht es 6,3 Meter Arbeitsbreite, 22 km/h schnell. Verschiedene Reifenvarianten, beziehungsweise ja, zwei Reifenhersteller. Wie gesagt, schauen wir uns auch gleich an. Dann gibt es einen Schwader. 8,50 Meter, 80 PS. Ist also auch ja, eher was für kleinere Maschinen gedacht. Dann eine Ballenpresse. Also Rundballenpresse muss man dazu sagen. 100 PS, 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Kann alle Ballengrößen pressen. Also von 125, 150 und 180 Zentimeter. So, und dann, na klar, das Schmuckstück hier. Die selbstfahrende Ballenpresse. Wir können umkonfigurieren die Felgenfarbe. Reifenhersteller und bei einigen können wir auf Breitreifen umkonfigurieren. Gut, ist jetzt nicht so viel zu konfigurieren, aber wir wollen ja eher die Sachen in Aktion sehen. Und um das zu machen, habe ich hier drüben schon mal einen Drescher am Laufen, weil dann werden wir uns jetzt als erstes einmal den Schwader angucken. Und danach die beiden Ballenpressen. Ich habe extra den kleinen Drescher genommen, damit es auch Sinn macht, den Schwader zu nutzen. So, wir können uns den ja erstmal, bevor wir hier loslegen, mal so ein bisschen aus der Nähe angucken. R2800. Gute Textur, also nichts verschwommen. Auch die kleinen Schriften hier, Leuche, sieht alles gut aus. Da bin ich mal gespannt, wie er sich in Aktion macht. So, gucken wir mal. Aufgeklappt. Runter, an und. Ja, da kriegen wir gerade so zwei Bahnen zu einer zusammengelegt. Aber man muss sagen, er funktioniert. Das, was er machen soll, macht er, würde ich sagen. So, da werden wir jetzt gar nicht groß weiter machen. Also wie gesagt, wir können noch mal von vorne uns das angucken. Das funktioniert auf jeden Fall. So, ups. Dann holen wir uns jetzt erstmal die gezogene Ballenpresse und danach die selbstfahrende. Und dann müssen wir das Feld kurz mal umswitchen auf Gras, damit wir das Mähwerk auch noch testen können. Wie gesagt, dieses DLC ab Dienstag erhältlich. Vorbestellen ist möglich. Bis zum 22. Kostet es
6,99 €, danach 7,99 €. Wer den Seasons Pass hat, da ist es selbstverständlich mit drin. Also guckt einfach rein. Ich habe auch den Link zur Shopseite, packe ich unten in die Beschreibung rein. So, wir sehen zum einen, auch ganz wichtig, wir haben jetzt einen Ballenzähler hier mit integriert. Also man braucht nicht mehr den Mod, sondern es funktioniert jetzt auch so. Und wir können, wie wir sehen, Ballengrößen 1,25, 1,50, 1,80. Ich würde sagen, wir machen mal die kleinste. Wir schalten auch das automatische Ablegen einmal an. So, Maschinerie an. Und dann sammeln wir mal Stroh ein hier. Wir sehen auch die Animation hier innen drin. Das sieht auch gut aus. Wir können mal, wir steigen dazu mal aus. Der Pickup läuft, hier oben eben die Bänder laufen. Dann gucken wir gleich mal, wie es aussieht, wenn da ein Ballen rauskommt. So, guck mal, wir sind voll. Ah, guck, da macht sogar eine kleine Rampe und zack, klappt das wieder zusammen und weiter geht's. Ja, wie gesagt, eine schicke kleine Presse für jetzt die nicht so starken Traktoren. Also gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. So, das hat auch funktioniert. Dann stellen wir die auch mal kurz hier ab. Ich mache schon mal das Mähwerk dran, aber wir werden erst jetzt den Selbstfahrer einmal testen. So, den klöppeln wir da nur mal kurz dran. Das Mähen machen wir dann danach. So, jetzt kommt hier der Vermäher. Auch hier wieder selbst die kleinsten Dekels Astreihen zu lesen. Sieht auf jeden Fall urig aus, das Teil, muss man sagen. Ja, gucken wir mal. Auch hier haben wir wieder die verschiedenen Ballengrößen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal den größten. So. Na. Ups. Ich wollte gerade sagen, hier gehen wir mal in die Innenperspektive. Ja, ruckelt ein bisschen noch. Gut, das ist ein neues Teil. So, dann anschalten. Ups. Pick up nach unten. Und gib ihm. Stroh wird gesammelt. Wir machen hier auch mal das automatische Ablegen ist an. Was hier eben schön ist, der Pickup ist relativ breit, wie man sieht. Wow. Auch schön gefedert. Also man sieht, wie der hier schön wippt und so. Also sieht nicht schlecht aus. So, jetzt warten wir mal, bis wir hier bald und vor allem, wie ihr seht, sehr, sehr, sehr wendig. Was man noch testen muss, wie sich das Ganze zum Beispiel mit Curseplay verhält. Das werde ich, oder kann ich nicht sagen. Hier teste ich den jetzt wirklich komplett ohne irgendwelche anderen Sachen, also ohne andere Mods. So, ja gut, es reicht na klar genau nicht. Wir sehen, wir können hier quasi auf der Stelle drehen, also sehr wendiges Teilchen. So, und ja, Ballen kommt raus und wir können weiterziehen. Also jetzt erst, wenn er zu ist, sammelt er auch wieder. Gut, wissen wir fürs nächste Mal.
Ja, der Einstreuer, ja gut, den können wir uns nachher auch noch kurz anschauen. Aber wie gesagt, wichtig ist, wir wollten einmal kurz die verschiedenen Geräte in Funktion sehen. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir jetzt das Feld mal schnell zu einer Wiese machen. Ja gut, dazu doch ein Mod mit drauf. Ja, der Easy Development, um da mal schnell. Na, wo ist Gras? Gras auf erntereif 2. Zack. So, und schon haben wir hier Gras. Damit wir dieses Teil uns auch noch angucken können. So, und wir klappen den mal auf. Interessant, interessant. Ach, und hier, ach, wir können den mit der linken Maustaste quasi drehen. Da ist die Frage, ob der jetzt quasi dann das Gras so zur Seite macht. Okay. Ah, nee, er macht keine Schwadablage. Das Meer gerade ziehen, dann geht er vermutlich direkt hinter den Traktor. Ja. So können wir ihn quasi steuern, wenn wir so ein bisschen am Rand mähen wollen. Perfekt. Gut, hätte es jetzt noch eine Schwadablage, wäre es noch schöner, aber wir haben ja im Grunde ja den Schwader hier auch dabei. Boah. Also können wir auch wieder nur sagen, es funktioniert. Hier wieder alles schön, schön detailliert gemacht hier. So, dann klappen wir den mal wieder zusammen. Dann werden wir zumindest noch mal ganz kurz den Einstreuer benutzen. Weil wenn schon, dann müssen wir alle Maschinen hier einmal anschauen. Da brauchen wir jetzt nur mal einen Strohballen. So, wir können gucken, Abkippseite, hätten wir Strohgebläse oder abladen. Fülle das Gerät zuerst auf. Ah, mit der Maustaste nach oben. Es ist die Frage, lädt der automatisch auf? Das wäre ja genial. Gucken wir mal. Nicht wirklich. Also müssen wir den quasi mit einem Telelader oder eben, um es jetzt zu testen, mache ich das hier mit dem starken Bauern. Oh, das war vielleicht ein bisschen weit. Ja, Entschuldigung. Nein, nein. So, ah, guck mal, jetzt ist er drin. Dann kann ich den im Grunde wieder zuklappen.
Jetzt ist nur die Frage, ich brauche mal kurz einen Stall, um das auszutesten. Ja, nehmen wir einfach mal irgendeinen Kuhstall. Überlappt mit einem. Also hier können wir ihn hinpflanzen. Wir wollen das ja testen. Und dann müssen wir daran. Es ist die Frage, auf welcher Seite das Strohgebläse ist. Es ist einfach. Ich weiß es halt auch nicht genau, wie es funktioniert. Wir werden das rausfinden, denke ich mal. Ich schätze mal, dass er hier gleich. Ja, guck mal, er sagt hier schon hier. Und oh, guck mal. Das sieht doch schön aus. Also gefällt mir auch. Auch wenn die meisten Ställe ja inzwischen einen Ballentrigger haben, wo man die Ballen auch so reinschmeißen kann. Aber es geht auch so und so. Jetzt will ich mal was gucken, wenn ich jetzt sage, abladen. So, dann macht er es so oben raus. Also dann könnte man quasi einen Ballen vermutlich in ein Multifruchtlager zum Beispiel überladen. Ja gut, liebe Leute, das soll es gewesen sein von dieser kurzen Vorstellung. Wie gesagt, morgen, nee, morgen sage ich schon, am Dienstag kommt es raus für euch, 22. August. Kauflink, falls ihr es noch nicht habt, ist unten in der Videobeschreibung drin. Ansonsten Seasons Pass 1. Inhaber bekommen ihn oder das DLC automatisch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Würde mich sehr freuen. Auch über Kommentare und so weiter würde ich mich sehr freuen. Und damit sage ich für diese Vorstellung Tschüss, ciao und bis dahin.